an der 1000-Freunde-Mauer. Mit Kia geht's immer nach oben, Freunde. Hallo Schalker, ich begrüße euch heute wieder recht herzlich im blauen Kia Sportage vom Abi. Wie immer, Rüdiger Ramzig, die Legende von Schalke, vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth. Bist du auch schon eine Legende? Ja, Abi, richtungsweisend für beide Mannschaften, oder? Greuther Fürth 4-0 verloren im Derby gegen Nürnberg. Trainer entlassen, Sportdirektor entlassen. Ist eigentlich ein gefundenes Fressen für uns, wenn wir nicht so schlecht gespielt hätten in Hannover. Wenn wir mit Selbstvertrauen, wenn wir dann einen Punkt geholt hätten, hätten wir mit Selbstvertrauen hier sicherlich Greuther Fürth empfangen können. Jetzt in Greuther Fürth ist natürlich, wie du schon gesagt hast, viel, viel Theater. Alles wurde da rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Motivation für die auch ist. Ja, also das werden wir sehen. Ja. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass unsere Jungs wissen, was um was es geht. Dass wir da nicht mehr unten weiter reinrutschen. Und dass wir vor allen Dingen Gas geben. Wir haben kein Gas gegeben in Hannover. Und bei uns schon wieder, ich schätze, wieder sein ja wieder 60.000 da. 60.000 Spiele, wie es ausverkauft. 60.000 da sein. Ja. Und also bitte, also... Also da braucht man doch jetzt wirklich nicht mehr drüber nachzudenken, ob man da sagt, man braucht eine Motivation. Also Innenverteidigung wieder gleich oder ich Torwart? Ich schätze, das wird wieder alles so gleich sein. Ich glaube, das jetzt, weil Karaman fehlt ja. Ja, okay. Mit seiner gelben Karte da, ja. Mit seiner fünften. Ich schätze mal, dass er wahrscheinlich einen Mittelfeldspieler reinnehmen wird, weil der ein oder andere auch noch verletzt ist. Also das kann gut möglich sein. Ich meine, die Mannschaft kam ja für mich schon mal besser aus der zweiten in die zweite Hälfte rein. Sonst haben wir immer mal ein Gegentor kassiert. Diesmal haben wir kein Gegentor kassiert. Obwohl Hannover die ersten 20 Minuten die klar bessere Mannschaft war, oder? Siehst du das anders? Ja, nein, auf jeden Fall. Wir haben zu viele Kinderfehler im Mittelfeld gemacht. Wir waren nicht aggressiv genug. Also das muss sofort, das muss man sich ändern. Vielleicht muss man das Mittelfeld ein bisschen ändern, dass da auch ein paar reinkommen, die mal richtig zur Sache gehen, dass die anderen das auch sehen und dass die sich dann Beispiel an diesen Jungs nehmen. Ja? Da muss mal einer über die Seitenlinie fliegen, das geht nicht anders. Da muss mal einer ein Zeichen setzen, ja, oder? Wie du früher in Erle. Ja. Also, du hast ja auch ein paar Mal Leute weggehauen, die haben dann einen großen Bogen um mich gemacht. Das ist aber immer so, ja, wenn man ein bisschen härter ist und ein bisschen aggressiver ist, dann geht jeder Spieler nicht so gerne dahin. Ja? Automatisch. Hab ich früher so gehabt und der Fußball wird sich dadurch nicht verändern. Ja? Normalerweise müssen wir da anfangen, wo Nürnberg aufgehört hat, Tore schießen. Aber morgen ohne Karaman? Ja, wir werden sehen, es wird sicherlich kein hohes Ergebnis geben, außer wenn Greuther Fürth total zusammenbricht, sage ich mal. Ja. Aber ich habe gestern diese Pressekonferenz von diesem Trainer gesehen. Der sagt, wir haben hier nichts zu verlieren. Er auch nicht, habe ich so den Eindruck gehabt. Er kam da ganz locker hin, hat da seine Antworten bei der Presse gegeben. Und er sagt, ich werde meine Mannschaft schon richtig einstellen. Und er hat auch dann gleichzeitig gesagt, Schalke hat auch viele Probleme. Also das wird sicherlich, entweder wird das eine ganz enge Kiste, Peter, oder wir schlagen die richtig weg. Ja, das wäre mir am liebsten. Am allerliebsten. Damit auch mal das Selbstvertrauen der Mannschaft gestärkt wird. Damit mal jeder an sich glaubt und mal auch weiß, was er kann. Und nicht immer nur da. Ja. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass wir diese Aktion mit der Krebshilfe, dass wir da reichlich Trikots verkaufen. Ja, das ist eine tolle Aktion. Also da muss ich sagen, nach den ganzen Jahren, 50 Jahre vorher haben wir das ja schon mal gemacht. Ja. Mit dem Rolli und mit dem Klaus Fischer. Der Klaus und der Rolli haben das ja da so angeschleppt, sag ich mal. Da war am Anfang, wussten wir gar nicht, um was es geht. Aber jetzt ist ja ganz klar, die Krebshilfe, das ist eine tolle Geschichte. Ja. Und da bin ich sofort dabei. Und Krebsgeschichte uns ein bisschen Glück bringt. Ich habe ja noch gar nicht darauf hingewiesen, dass du mit Klaus eben halt die deutsche Krebshilfe, dass ihr da die Trikots anhabt und ihr unterstützt das und hängt ja auch ein großes Konterfei von euch. Ja, fast zu groß schon. Fast schon zu groß, ja. Nochmal, Abi, aufs Spiel zu kommen, dein Tipp. Ich sage, wir gewinnen 2-1. Es wird knapp, aber wir gewinnen. Ja, ich habe bis jetzt immer knapp daneben gelegen, aber ich sage auch, also
Ich sag sogar 3-1. Ich sag, wir schlagen drunter. Schalke, drück die Daumen. In unserer Arena muss morgen ein Sieg her. Glück auf. Glück auf.